Mongral Season 2 bis Season 8 auf Lecker Schmecker. Da kann man auch seine Entwicklung beobachten. Wie hat er damals Season 2 gespielt? Das frage ich mich aber wirklich, ne? Also, ich habe ihn erst voll spät kennengelernt und wir haben damals die Reaction-Videos auf ihn, haben damals eigentlich schon komplett den Rahmen gesprengt. Und ich weiß jetzt nicht, wie er früher gespielt hat. Deswegen lass mal gucken. Season 2, let's go. Damals hieß er auch Mongral, okay. Geht auch mit ein paar Babys auf jeden Fall. Auch wichtig. Man muss auch mit Babys spielen. Ey, eigentlich schon. Okay, lass es mal gucken. Boah, sieht stark aus, Digga, sein Aim. Sah schon stark aus, gerade auf jeden Fall. Auch noch Season 2. Lass mal abchecken. Ich will mal gucken, wie er hier baut. Ob er da auch schon so knacksmäßig gebaut hat. Ich glaube aber nicht, ne? Damals gab es auch kein Torbild und sowas. So, ich spiele das ganz normal, geht auf die Objekte rauf. So. Gucken wir mal. Hat der Gegner hier? Zack, zack, Double Pump. Das Aim war aber schon sehr stark, muss ich sagen. Hätte schon gutes Aim gehabt. Gucken wir vor. Season 3 jetzt. Okay. Mal sehen, wer jetzt spielt. I'm playing bad right now, holy shit. Holy shit. Ich find's immer so lustig, wie die Engländer mal reden. I'm playing bad right now. So, was macht er jetzt? Knacks bekommen, glaube ich. Digga, der Gegner zeigt sich auch gar nicht. Er zeigt sich dieses 0%-mäßige. Peak. Ja. Das war's auch wieder. Bewerten. Kommentieren. So, hier Gegner. Oh, er kann schon recht gut bauen hier für Season 3. Boah, starkes Aim. Oh, ist schön. Ist auch noch ein Gegner, oder wie? Nee. Das waren wahrscheinlich die besten Clips aus der Season 3. Das hätte man wahrscheinlich bessere genommen, wenn es noch welche geben würde. Ja, man muss schon echt bedenken, ne? Wie er dann später gleich spielen wird, wird so lustig, ne? Wenn man jetzt so bedenkt, wie er gerade jetzt spielt. Okay. Oh mein Gott. Komplett die Ehre genommen. Ah, ab jetzt Season 4, ab jetzt hat er Knacks bekommen langsam. This is gonna be a challenge, boys, okay? But what I'm gonna try and do. Ja, er bekommt Knacks. Ja. Ab hier hat er Knacks gehabt. Ab hier war seine Knackszeit. Ja. And now, as you can see, we've got high ground. Ja, das war's mit Highground. Er struggelt schon doll, Digga. Seine Schulter kugelt gleich aus. Oh, I don't have traps! Er sieht doch so süß aus, finde ich. No homo. I conned him again, man! I don't have traps! No! Er wurde von meinem geheimen Cousin getötet. Mr. Blue, dent dent dent. Oh my god! Shoot. Season 5, okay? Okay, the red one, we're gonna shoot the red one. 3, 2, 1, go. Oh, I missed everything. Bisschen laut. I'm gonna spam these. One's low, okay. One's really low. One is not. One's super low. Aber ich würde eigentlich eher sehen, wie er so baut in dieser Season und nicht wie er einfach gegen irgendwelche Ghosts spielt.
Ah, jetzt sieht man es, aber jetzt kommt's. Ja, oh mein Gott, jetzt baut er in Season 5 so wie eigentlich so ein guter Controller-Spieler in der Season 9 oder so. Krass, Digga. On the hill, there's literally 7 teams here. Schon crazy. Okay. Leichte Knacks-Vibes hier. Boah, krasses Aim, Digga. Also war starkes Aim. Season 6, okay. Nächste Season. Er ist halt echt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war ein krasser Shot. Eieiei. Sauber. Oh mein Gott. Er hat richtig rasiert, die Gegner. Jetzt mit Season 6 ist er schon auf einem ultra hohen Level gerade. Digga, krasses Level. Ab diesem Level war er schon sehr stark. Ab Season 6. Oh mein Gott, das alte Tilted Tower, ich wein gleich, Digga. Wenn ihr das Tilted Tower nicht reinhauen, ne? Ich dreh durch, wenn ihr das nicht wieder reinhauen. Sollen wir diese scheiß Gotham-Kacke da wegmachen? Aggression nicht, das noch mal sehe. Oh, Tilted Tower war so eine heftige Stadt, Mann! Boah, heftige Shots. Okay. Nax? Ich find's voll lustig, wie er seine Tastatur auch hält. Ich merk grad, warum sind die LEDs von meiner Tastatur aus, Digga? Warum sind die LEDs aus? Komisch. Finde ich eigenartig. Bin ich traurig. Mag LEDs. Boah, heftige Shots. Nee, Digga. Season 6 war ja schon echt auf dem Knacks-Level. Er war ja auf einem anderen Knacks-Level. Er war wirklich auf dem bösen Level. Oh, der OG-Grappler. Schön. Dank. Digga, heftig. Season 7. Okay, mal sehen, ob er sich jetzt hier großartig verändert hat. Also es sieht eigentlich noch genauso aus wie vorher. Wie Season 6 einfach. Hier kommen, glaube ich, mehr diese Trap-Kills, glaube ich, noch dazu. Jetzt aber die Traps, genau. Das macht er eher so Trap-Kills so noch dazu. Das kann man auch... Ah, Digga, dieses Flugzeug, das war ja richtig nervig. Richtig auch overpowered gewesen. Boah, heftiger Shot. Der war böse. Boah, böse, böse, böse. Krasses Aim. Also ich glaube, in dieser Season hat sich sein Aim einfach noch krass verbessert, weil der ist ja immer drauf. Der ist ja immer drauf. Guck mal, der Burst, was für ein Aim. Oh mein Gott. Heftig. Digga. Dein Aim hat sich auf jeden Fall knacksmäßig verbessert. Er hat aber zwei Kameras. Eine für sein Face und eine für seine Tastatur. Boah, krass. Baba-Hit. Boah. Verrückte Hit Season 8, Freunde. Digga, ist ja wirklich krass. Boah, da merkt man echt, er hat so dieses komplette... den kompletten Modus aktiviert.
Aim, Build, Edit, Brainplay. Digga, aber das Aim ist, boah, nee, hör auf, Alter. Das Aim ist schon echt, krieg ich Angst. Das ist ja krank. Er hat 23 Kills gerade. Digga, das ist so ein Ding, da überlege ich sogar selber mit Tastatur zu spielen. Spaß, überlege ich nicht, aber dennoch. Aber merkt man halt, wie krass eigentlich Tastatur ist, so. Wenn du so gut bist. Digga! Oh! 156 Diegel hinten nur auf Kopf. Der Knacks bekommen. Hör auf. Der arme Gegner, er weint gerade. Nein! Digga! Die Spitzhacke. Oh ne. Digga, krass. Einfach nur krass. Ich glaube, er hat doch mal 3 30er Bombs hintereinander gemacht. So ein Ding war das. Ein Tag. Also, ich muss schon sagen. Krasser Spieler, Freunde. Er war doch World Cup dabei, ne? Also ist wirklich nicht umsonst, Freunde. Puh. Krasser Boy aus England, Digga. Muss schon sagen, GG. Well played, Digga. Oh, mein Rücken tut weh. Ah, Knacks. Okay.